So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16, meine Karriere mit Alexander Wolf. Ne? Beim letzten Mal, oh Gott, ich schäme mich immer noch ein bisschen. Wir haben unser großes Match gehabt gegen John Cena, den US Champ, war aber Non-Title-Match. Wir haben uns echt angestrengt, ich war so kurz davor, ich sag's euch, wäre einmal der Boston Crab durchgegangen, dann hätten wir ihn zum Tappen gebracht, aber nein, der zweite AA hat uns dann letztlich alle Kraft gekostet. Bisschen scheiße, wir können uns mal angucken, was bei der Hall of Fame so abgeht, denn die Hall of Fame ist ja das letztendliche Ziel. Letztes Jahr war es ja so, man hat einfach die WWE Championship geholt und dann war der Modus zu Ende. Hier gibt es mehrere Ziele, die man erreichen kann. Hier gibt es die Hauptziele, jeglichen Titel für ein Jahr halten, jede Championship mindestens einmal. Hier wird natürlich wahrscheinlich das Einfachste sein, würde ich sagen. Wir 10-Time-Title-Holder, genau, also 10-facher Titelhalter. Jedes WrestleMania-Match in der eigenen Karriere gewinnen. Oder, nee, einfach ist wahrscheinlich jedes Match in der Karriere für 3 Jahre hintereinander verlieren. Das ist wahrscheinlich einfach so. Und dann gibt's noch Unterkategorien, so Unterziele, Subgoals. 3-mal Royal Rumble gewinnen. Main Event 3-mal in der Karriere gewinnen von WrestleMania. SummerSlam das gleiche. 3-facher Champion, 5-facher Intercontinental Champion, 3-facher Tag Team Champion mit demselben Partner. Und einen WWE Alumni besiegen. The Rock, Sting, Brock Lesnar, Triple H. Haben wir nicht Triple H besiegt? Nee, hat er uns. Warte mal, haben wir nicht? Was war gegen Triple H nochmal? Das haben wir verloren. Was waren da? Habe ich da verloren? Ich denke doch, ne? Das war jetzt ein, zwei Episoden her oder so. Egal, wir starten durch. Nerven unseren Gegner und machen das Ganze wieder gut, was wir beim letzten Mal verkackt haben. Ist irgendwo Sheamus hier? Nee, wir können doch nichts mit ihm machen. Wir sind Sheamus in der Fehde, aber irgendwie haben wir noch nicht so viele krasse Interaktionen mit ihm gehabt. Was soll's, ne? So Entrance können wir ausmachen. Brauchen wir hier uns unbedingt angucken. Erstmal wieder reinkommen, erstmal wieder auf Siegenmodus gehen. Count-Out-Win. Genau. Ach, stimmt ja. Der dämliche Count-Out-Win. Aber trotzdem habe ich über ihn gewonnen. Gegen ihn gewonnen. Genau, ich erinnere mich. Das war diese total behinderte Count-Out-Win vor 2 Episoden, ey. Danke, Freunde. Hier im Chat dabei sind immer 180. Innerhalb von 3 Minuten sind 330 Leute weggegangen. Gucken wahrscheinlich alle gerade. Alle beim guten Martin zu. Tja, so loyale Zuschauer habe ich. Man kann nicht beide Streams gleichzeitig gucken, halt. Okay. So, gibt ja schöne Seite vgstreams.com. Da könnt ihr jegliche Channels parallel gucken. Oder Hitbox, Twitch Streams eingeben. Ich habe eine wunderbare Übersicht. Oh, what geht denn? Neville, what up? Neville, what up? So, also das, was wir bei Cena nicht geschafft haben, probieren wir hier nochmal. Und zwar den Neville zum Tappen bringen. Haben wir eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht. Letzten Siege insgesamt, die waren irgendwie nicht so bedeutsam. Problem, ach stimmt ja, das Authority-Ziel für heute ist ja Win your match with green body health. Und das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwer. Das Einfachste wäre dann einfach via Countout gewinnen oder mich oder den Gegner zu disqualifizieren mit Lana an der Seite. So. Irgendwie so. Was machst du denn hier? Genau. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich achte nämlich nie so krass auf die Gesundheitsanzeige. So, hau mal zu hier. Komm. Los, nehmen wir als Finisher einen Submission Move. Ja, ich überlege das echt, wenn wir einen zweiten Finisher haben. Oder wenigstens als Signature Move oder irgendwie so. So. Gehold. So. Machen wir mal die gute als Submission hier. So. So. Oh, guck mal. Hätten wir den kleinen Spotter bekommen, dann wäre es schon wieder fast vorbei gewesen. Das wäre ja gewesen. So, hier, Running-Aktion, wie echt der Pro. Habt ihr gesehen? Alright. Back and forth. Vor uns zurück. Damit kennen wir uns hier alle aus, ne? Wo bin ich? Achso, ich bin der hier. Okay, das war richtig mies. Das war richtig mies. Da muss ich noch ein bisschen attackieren. Bisschen. Oh, Cutter! Out of nowhere! Ja, also mit grüner Gesundheitsanzeige, ich weiß nicht. Freunde, da müsste ich echt das Submission jetzt hinkriegen. So, so. Oh, guck mal, wir haben gleich gewonnen. So, so. Doch nicht. Oh, doch nicht. Scheiße. Mist, das wäre ganz cool gewesen.
wurde ich etwas übereifrig und habe den Boost genutzt. Aber sobald ich den Boost einsetze, habe ich kein Verständnis mehr darüber. Oder schafft es meinen Kopf nicht zu verstehen, wie schnell er am Ende wirklich ist. So, lass uns schnell disqualifizieren. Ja, ist ja nicht so einfach, da zu provozieren. Du musst immer zu Lana gehen. Vielleicht wurde ich auch mittlerweile durch irgendeinen Patch gefixt. Patch 101.02. Weiß ich immer nicht. Was hier? Jetzt spielt sich mit ihm rum. Das wird nichts mit Grün. Das wird nichts mit Grün. Ist auch egal. Ist ja auch egal, du. Vielleicht werden wir wieder Face haben. No. I said. Aus. Okay, Lage Bomb. Minerva kennen wir doch irgendwoher. So, holen wir den Bonus natürlich. So. Ja, komm, mach Working Hold. Ah, fuck, macht er wieder nicht. Warum hast du kein Working Hold? Würde mir vorwärts bringen. Countout wäre auch eine Option, aber ich habe jetzt schon nicht mehr. Ich habe Grün schon nicht mehr. So einfach. Verliert man die Authority-Option. So, wollen wir nochmal Submission? Komm. So, Freundchen, komm, lass doch so ein Spotchen mal kommen. Das wäre ja so ein hell leuchtenden. Alter, was war da los? Da hat er sich ein bisschen anders verhalten, als ich erwartet habe. Oh, no. Okay. Ach, guck mal. Genau, wenn er Signature Move ansetzen wollte. Das ist ja praktisch. Wenn wir mal Cover. Nein, will ich gar nicht. Ist ja dumm. Kommt ja wieder das Momentum and Stuff. Ist ja nur Content. No. Okay, German oder was zeigt er? No Back Suplex. Okay. Und Gap. Oh no, das war ein Signature Move. Ich hasse Bone Grapples. Greift sich schon wieder ein. Aber immer nach demselben Schema, das finde ich ein bisschen doof. Wird immer wirklich nach demselben Schema eingreifen. Ich meine, den ersten Finisher würde ich eventuell noch selber survive. Ich würde die Manager gerne wirklich manuell steuern können. Wie bei SVR 05. Das war cool. Alright. Okay, genau das wollte ich haben. Denn er hat jetzt. Alright, so, er hat nämlich keinen Konterslot mehr. Dann konvertieren wir ihn, bringen ihn zurück, sind dann nämlich in Kontrolle. Können ohne Bedenken unseren Signature Move zeigen. Ja, Franz, hast du sehr gut gemacht. Hast du super gemacht. Wenn die Germans vielleicht hätte ich Exploder machen können. Hätte ich direkt Leiger auch hinterhergehauen. Und dann hätte ich keinen Slot mehr gehabt. Aber pass auf. Wir provozieren nochmal die Submission. Genau. Aber doof ist. Ah, fuck. Doch nicht. Dumm von dir, würde ich mal sagen. Scheiße. Mist. Dumm von dir! Ah, danke! Danke! Bitte lass dich nicht rauswerfen, das wäre voll nett. Schnell! Ah, da wird nichts mehr. Schade, haben wir nicht geschafft. Bitte einmal Conan! Danke! Ich habe auch einen Conan-Slot. Du hast keinen Standing-Finisher. Das kommt mir recht. Ah, Mist! Jetzt will er schon wieder OMG-Moment probieren oder was? Die kriegt doch nicht so guten Content. Da muss ich nämlich kurz bevor er mich trifft, Conan. Das kann ich nämlich nicht so gut. Komm, Axel, ausweichen, das kriegst du hin! Jetzt! War das nicht da? Du warst doch beim Undertaker oben, Jimo, mit immer so. Hätte ich früher kommen müssen, ja? Okay. So. SVR gesagt? Ja. SVR, hab ich doch gesagt. Naja. No! Komm, renn jetzt hier! Ich muss noch ein bisschen Schaden abkriegen. Komm, renn jetzt hier. Auf geht's. Okay, nochmal Color Slot. Verlust provozieren. Oder einfach direkt. Ja, wir können auch so direkt gewinnen. Das war dumm von mir. Einfach warten. Und gewonnen. Hätte zwar lieber Boston Crab lieber gemacht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen nur ansetzen, damit er seinen Konterslot nicht macht, damit ich dann die Leiger machen kann, aber whatever. Whatever, 3 Sterne reicht mir, come on. 3 Sterne reicht mir. Look at this!
Bin zufrieden mit meiner Leistung. Solider Sieg. Guckt euch diesen Tweener mal an. Warum sind wir nicht so super gestellt mit Lana? Kann man jemand erklären? Kann man jemand erklären? Ich würde das gerne wissen. Please join me in welcoming my guest tonight. Let's talk about Seamus. Oh, fuck. Let's talk about what happened out there tonight. Gar nix. It feels like the authority is very displeased with you. What are your thoughts on that? Nein, ich bin voll. Ja, das wieder. I know. Das kennen wir schon. There you have it. Fuck back you. To you guys. Fuck off, ganz ehrlich. Bitte nicht Face, 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 bitte nicht Face. Ich kann nicht hier gucken. Ich will gar nicht hier gucken. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte kein Weiß, kein Weiß. Was ist denn Green Leg Health? Hat jedes eigene Körperteil eine Farbe? Hä? Ist Green Leg Health also einfach das Bessere als Gelb? Oder was ist Green Leg Health? Ich hab... Was? Ich meine, wir sind jetzt nicht so krass mit auf... Naja. Im Tag... Wieso haben wir ein Tag Team zusammen mit Seamus gegen The Ascension? Warum? Wie kommt das? Wir können mal wieder ein bisschen an den Attributen schrauben. Machen wir das doch mal. Guck mal. Da will ich erstmal bei den Reversals ein bisschen hochsetzen. Guck mal, ich mache jetzt alles auf die Reversals. Sorry. Können wir noch irgendwo hier hochschrauben. Aerial Range. Ja. Sorry, dass ich komplett auf die Reversals. Vielleicht habe ich jetzt schon 4 Slots. Das wäre ja voll nice. Das wäre doch. Einfach ohne, dass dein Bein gelb wird. Ja, aber es ist ja trotzdem nicht grün. Ja, wir können es einfach mal, oder wir können erstmal hier gucken, was hier so abgeht. Na, dann können wir einfach mit Seamus die ganze Zeit spielen. Oder so. Vielleicht kommt auch irgendwie eine Cutscene oder so. Ich weiß es nicht ganz. Das erwartet ihr dann ja in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Nicht vergessen, den Video Daumen hoch zu geben, aber auszuschalten, Superfriends einschalten, abchecken oder so. Haut rein. Tschüss.